Hi Leute und damit ein herzliches Willkommen. Ich wünsche euch natürlich erstmal ein schönes neues Jahr 2022. Eigentlich ist es auf meinem Kanal eine Tradition, dass am 31. Dezember, also sozusagen am Silvestertag, immer meine Top 10 Anime und meine Top 5 Videospiele kommen. Aber dieses Jahr habe ich mich dazu entschlossen, das am 1. Januar bzw. am 2. Januar zu bringen. Heute am 1. Januar gibt es meine Top 10 Anime des Jahres 2021 und morgen am 2. Januar gibt es dann meine Top 5 Videospiele des Jahres 2021. Ihr könnt mir in diesem Video mal reinschreiben, was waren eure Lieblingsanime des Jahres 2021 und kennt ihr die Anime, die ihr jetzt gleich hören werdet. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Platz 10, Mrs. Kobayashi's Dragon Maid Ace. Die zweite Staffel des Animes mittlerweile. Der Hauptcharakter Kobayashi trifft eines Tages auf einen Drachen. Im Vollsuft hilft sie ihr und bittet ihr einen Pennplatz bei sich und dass der Drache bei ihr Maid ist. Gesagt, getan. Auch die zweite Staffel des Comedy Slice of Life Anime hat mir wieder extrem viel Spaß gemacht. Ich mag persönlich am meisten den Charakter Kanna, einfach weil sie total niedlich ist. Also niedlich im Sinne von ein süßes Kind. Nicht, dass mich hier irgendjemand falsch versteht. Besonders auch die neuen Hintergrundinformationen zu Toru und den anderen Drachen in dieser Staffel hat mir sehr gefallen. Aber besonders den Humor und die ganzen Geschichten rund um die Drachen und mit Kobayashi gefallen mir einfach in diesem Anime sehr gerne. Und deswegen mein Platz 10. Platz 9. I've been killing slimes for 300 years and max out my level. Boah, schon wieder ein Isekai-Anime oder was? Ich persönlich bin ja ein großer Fan von Isekai-Animes. Auch in diesem Jahr hat man gesehen, dass es da den ein oder anderen wirklich guten und lustigen Anime dazu gibt. Dazu gehört unter anderem aus meiner persönlichen Sicht auch dieser Anime. Besonders der Humor und die Geschichte von Aizawa hat mir in dieser Story sehr gefallen. Auch die Charaktere, die im Laufe der Serie hinzukommen, sind wirklich lustig geschrieben. Auch die Kommentare sind aus meiner persönlichen Sicht ziemlich lustig. Der eine oder andere wird sagen, dass die vielleicht etwas nervig und dämlich sind, aber ich persönlich mochte sie. Zur Geschichte: Aizawa ist in jungen Jahren gestorben, weil sie sich totgearbeitet hat. Durch einen Gott wird sie wiederbelebt und behält ihr 16-jähriges Aussehen und außerdem ist sie unsterblich. Da sie sich nun entspannen will, macht sie 300 Jahre nichts als das Nötigste und besiegt gerade mal 25 Slimes pro Tag. Zur großen Überraschung ist sie tatsächlich nach 300 Jahren auf dem Maximallevel angelangt und das spricht sich sehr schnell herum und damit ist auch ihr ruhiges und entspanntes Leben vorbei. Platz 8, One Piece, Folgen 950 bis 1002. Auch dieses Jahr habe ich weiterhin One Piece geguckt. Natürlich lese ich auch weiterhin den Manga und bin da ebenfalls sehr aktuell. Auch wenn der Manga natürlich deutlich weiter ist, möchte ich natürlich trotzdem sehen, wie einige Szenen aus dem Manga im Anime übernommen werden. Und auch, um nicht zu viel zu spoilern, werde ich natürlich auch hier nichts Großartiges sagen. Aber besonders der Flashback von Oden Kozuki, den fand ich schon damals im Manga extrem überragend und das wieder im Anime zu sehen mit den coolen Synchronisationen, das ist schon ziemlich episch und hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Es gab besonders einige Szenen im Anime, die wirklich hammermäßig aussahen, besonders auch die Folge 1000 war wirklich sehr stark gewesen, aber auch einige Folgen, die waren von der Animation wirklich Bombe, wo ich mir auch so dachte, what the fuck, wie geil sieht einfach One Piece animiert aus. Auch die Synchronisation, das Auftauchen von Yamato hat mir dieses Jahr sehr viel Spaß gemacht. Aber besonders freue ich mich auf das Anime-Jahr 2022 mit One Piece, denn da wird nämlich Rooftop losgehen. Und das animiert zu sehen, das wird schon ziemlich episch und ich bin richtig gehypt darauf. Platz 7, My Hero Academia, Staffel 5. Auch dieses Jahr gab es wieder eine neue Staffel von Deku und Co. Auch nächstes Jahr soll es ja eine Staffel geben. Ich persönlich bin ja tatsächlich nicht im Manga-Game drin von My Hero Academia, aber ich habe schon gehört, dass diese Staffel dann ziemlich krass werden soll.
Auch wenn dieses Jahr Deko wieder in meinen Top 10 ist, muss ich tatsächlich sagen, dass ich diese Staffel tatsächlich sehr unspektakulär fand. Besonders der Kampf der beiden Klassen war halt auch nicht so wirklich spannend. Wäre nicht der Villains Arc mit Chiaraki gewesen, wäre My Hero Academia dieses Jahr wahrscheinlich nicht in meinen Top 10 gewesen. Aber besonders der Arc hat es halt wirklich rausgerissen. Der war halt wirklich überragend und hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Und deswegen hat sich My Hero Academia dieses Jahr zumindest noch Platz 7 geholt. Auch wenn ich natürlich hoffe, dass es keine Praktikums-Arcs oder sonst irgendwelche langweiligen Arcs mehr geben wird. Aber ich kann schon verstehen, dass man diesen mit reintut, einfach wegen Character Development für andere Charaktere, um sie dann später im Anime besser in Szene zu setzen. Verstehe ich das zwar, aber leider sind sie halt nicht so wirklich spektakulär wie halt zum Beispiel der Villains Arc. Platz 6, Black Clover, Folgen 148 bis 170. In einer Welt, wo man nur stark ist, wenn man Magie hat, ist Asta der einzige, der tatsächlich keine Magie verwenden kann. Aber durch hartes Training schafft er tatsächlich seine eigene Magie zu erlernen und will nun König aller Magier werden. Ja, nach ziemlich vielen langweiligen und nicht so spektakulären Folgen gab es nun endlich ein Timeskip bei Black Clover. Auch wenn das nur wenige Folgen waren, muss ich tatsächlich sagen, dass der Timeskip und die Kämpfe denn danach, die wirklich echt geil waren. Also das hat wieder gezeigt, wie cool Black Clover eigentlich ziemlich sein kann. Am Ende hat der Anime tatsächlich nochmal richtig abgeliefert. Zwar geht der Manga aktuell weiter, aber der Anime macht scheinbar jetzt eine ziemlich große Pause. Noch ist ja leider noch unbekannt, wann es weitergeht. Soll. Aber es fühlt sich schon irgendwie komisch an, nach glaube 3 bis 4 Jahren jede Woche eine neue Folge Black Clover zu haben, jetzt eine Pause zu haben, ist schon irgendwie ein komisches Gefühl. Auch wenn der Anime durchaus seine Stärken und Schwächen hat, muss ich trotzdem sagen, dass ich mich schon drauf freue, wenn es irgendwann weitergehen sollte. Platz 5, Mushiko Tensei, Jobless, Reincarnation, Staffel 1, ein Jobloser, der die ganze Zeit nur Videospiele zockt und sich irgendwelche Pornos anguckt, wird aus seinem eigenen Haus rausgeschmissen. Als er versucht, ein paar Kindern das Leben zu retten, stirbt er dabei. Eine Gottheit will ihm eine zweite Chance geben auf ein neues und vor allem ein besseres Leben. Rydus wird wiedergeboren und fängt direkt an zu lernen. Und wird in Windeseile ziemlich stark, besonders schon als Kind. Das klingt eigentlich nach einem typischen Isekai-Anime. Die meisten werden jetzt wahrscheinlich sagen, und es geht weiter damit, dass er irgendwelche charakterlosen Mädels trifft, die eine zu große Oberweite haben, die sich dann in den Typen verlieben, dass er noch overpowerter wird. Richtig? Na, das stimmt nicht ganz so wirklich bei diesem Anime, denn man muss tatsächlich sagen, zwar gibt es weiterhin Aber das stimmt tatsächlich nicht bei diesem Anime, denn diese Charakter, besonders die Nebencharaktere, haben eine ziemlich gute Hintergrundstory. Auch wenn mir manchmal Radios Perversion ziemlich auf die Nerven gehen, ist der Anime trotzdem echt wirklich gut und hat wirklich starke Nebencharakter, die wirklich eine starke Story haben. Und auch insgesamt ist die Story wirklich gut geschrieben. Und die Serie macht wirklich viel Spaß. Es gibt zwar mittlerweile auch schon eine zweite Staffel, die konnte ich aber im Jahr 2021 noch nicht sehen und freue mich schon, wenn ich irgendwann die zweite Staffel gucken kann. Platz 4, Style Gill. Eigentlich ist das ein Anime, welcher sich um Softball-Tennis dreht. Klingt im ersten Moment tatsächlich wirklich uninteressant für den einen anderen, besonders wenn es dabei ein Sportanime ist. Aber ich kann euch sagen, diesen Anime solltet ihr unbedingt angucken, denn er bringt einige der coolsten Charakter, die ich jemals gesehen habe, im Anime-Universum hervor. Besonders auch einige Themen, die in der Serie thematisiert werden, sind ziemlich tiefgründig. Die Serie ist wirklich stark und ist außerdem mein Geheimtipp des Jahres. Also falls ihr tatsächlich mal ein Anime angucken wollt, der unter dem Radar läuft, schaut euch unbedingt diesen Anime an. Ich möchte nicht zu viel von der Serie spoilern, weil alles, was ich über die Serie erzählen würde, würde es zu viel gespoilert sein. Also schaut euch die Serie an. Mit 12 Folgen ist sie wirklich stark gelungen und ich hoffe, dass es irgendwann von der Serie eine zweite Staffel geben wird.
Platz 3, Jujutsu Kaisen. Ja, das ist ein Anime, der wahrscheinlich nicht so wirklich als Geheimtipp gilt. Aber ich muss tatsächlich sagen, dass ich Jujutsu Kaisen erst im Jahre 2021 tatsächlich nachgeholt habe. Ist eigentlich ein Anime, der besonders 2020 und Anfang 2021 besonders im Gesprächsstoff war. Aber ich habe ihn halt, wie gesagt, erst 2021 nachgeholt. Und ja, ich habe ihn gesehen, habe gehört, dass er verdammt stark im Hype ist. Und tatsächlich muss ich sagen, das ist vollkommen zu Recht. Ein verdammt starker Anime, welcher schon mit Bleach und Naruto verglichen wird. Also sozusagen mit den ganz Großen der Szene. Und nachdem ich die Serie gesehen habe, kann ich sagen, dass ich das komplett verstehen kann. Der Anime hat wirklich verdammt starke, coole Charakter, einen unfassbar guten Humor, epische Kämpfe und vor allen Dingen eine extrem starke deutsche Synchro. Also ich habe mir wirklich die Serie zweimal angesehen. Einmal mit der japanischen und einmal mit der deutschen Synchronisation. Und ich kann sagen, das ist wirklich einer der besten deutschen Synchronisationen, die ich in den letzten Jahren wirklich gehört habe. Die Leute, die die Synchronisation dort übernommen haben, haben wirklich einen hervorragenden, guten Job gemacht. Diese Synchro hat teilweise bei mir Kindheitsflashbacks ausgelöst an alten Zeiten mit Pokito-Niveau, mit Dragon Ball Z, Digimon, Pokémon, mit Dragon Ball Z, Digimon und Co. Das war wirklich schon überragend. Und das lag nicht nur, weil Tommy Morgenstern in der Synchronisation mit dabei. Dieser Anime ist aus meiner Sicht verdient aktuell im absoluten Hype. Ich persönlich gehöre nämlich dazu und hype diesen Anime ebenfalls. Falls ihr den noch nicht gesehen habt, schaut ihn unbedingt nach. Platz 2, ReZero Starting Life in Another World Season 2. Subaru kommt in eine Fantasy-Welt, wo er schnell herausfindet, dass er eine besondere Fähigkeit hat. Nämlich er kann gar nicht sterben. Denn immer wenn er stirbt, wird er zurück an einen Rücksetzpunkt gesetzt und dort wiederbelebt. Problem ist nur, dass außer ihm niemand sich daran erinnern kann. Auch in Staffel 2, dem großen Finale des Isekai-Animes, war wirklich unfassbar stark gemacht. Besonders den Emilia-Flashback habe ich wirklich hart gefeiert. Besonders weil es dort ein Liebespärchen gab und die Synchronsprecher waren einfach die von Kirito und Asuna. Und es hat wirklich teilweise wirklich so gewirkt, als wären Kirito und Asuna im ReZero-Anime. Aber grundsätzlich war die Staffel wieder extrem und unfassbar stark. Ich fand die erste Staffel ja schon so ein bisschen okay und mittelmäßig. Aber besonders die zweite Staffel war wirklich nochmal 2 Stufen besser, wenn nicht sogar 3 Stufen. Das war wirklich extrem stark. Auch wenn ich teilweise wirklich Mitleid hatte mit dem armen Subaru. Aber dennoch hat mir die Staffel wirklich viel Spaß gemacht. Ich muss wirklich sagen, dass es wirklich eine starke und tolle Staffel gewesen war. Und auch außerdem auch noch ein tolles Ende. Platz 1, Attack on the Titan, Final Season, Teil 1. Ich glaube, die meisten von euch sollten Attack on the Titan kennen, oder? Dadurch, dass es dieses Jahr der Sword Art Online Movie nicht bei uns nach Deutschland geschafft hat, war für euch logischerweise klar, dass dieses Jahr kein Sword Art Online in mein Top 10 sein konnte. Aber Attack on the Titan Final Season Teil 1 war wirklich schon besonders geil. Also ich fand ja schon die Staffeln davor schon wirklich stark und es gab dort auch schon einige WTF-Momente. Aber tatsächlich, diese Staffel hat mich komplett aus dem Leben genommen und ich habe wirklich jede Sekunde davon genossen. Der zweite Teil soll ja schon im Januar weitergehen. Ich frage mich, wie krass soll das eigentlich noch werden? Besonders diese Staffel hatte schon wirklich viele What the fuck Momente. Ich möchte nicht zu viel spoilern für die Leute, die die Staffel noch gar nicht gesehen haben, aber für die Leute, die es tatsächlich noch nicht gesehen haben, empfehle ich euch das wirklich anzugucken, weil die Staffel wirklich schon extrem viele What the fuck Momente hatte und ziemlich epische Momente hatte. Also falls ihr es noch nicht gesehen haben solltet, schaut euch unbedingt diese Staffel an. Und das waren meine Top 10 Anime des Jahres 2021. Schreibt mir wie gesagt gerne eure Lieblingsanime des Jahres in den Kommentarbereich. Und falls euch das Video gefallen hat, so gebt dem Video einen Daumen nach oben. Kommentiert wie gesagt das Video und falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert und aktiviert die Glocke, um kein Video mehr von mir zu verpassen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wünsche euch natürlich ein schönes Jahr 2022.